Am Samstag geht es gegen den VfB Stuttgart 2. Jetzt erst recht ist unser Motto für die verbleibende Saison. Ich möchte mal so eine kleine Parallele zum einem Motto eines Bundesligisten aus Hessen schlagen, der letztes Jahr doch in großen Nöten war und mit dem Motto "Auf geht's" letztendlich den Klassenerhalt geschafft hat. Da war zu merken, dass die gesamte Region alles rund um diesen Verein mitgezogen hat und dieses Motto gelebt hat. Wir hoffen, wir gehen davon aus, dass alle Freunde und Fans der Teutonen dieses Motto mit uns leben und sind sehr zuversichtlich, dass wir mit dem Motto und alle zusammen den Klassenerhalt erreichen. Zur eigentlichen Pressekonferenz heute. Herzlich willkommen, Stefan Hassler, Gino Pasen und der Marcel Aftic als Vertreter der Spieler, die Vertreter der Presse, der Herr Heller und als besonderen Gast heute der Herr Harnisch. Ja, fangen wir auch gleich an. Stefan, jetzt erst recht. Wie siehst du das Spiel? Wie ist die Situation im Kader? Was haben wir an verletzten Spielern? Wie ist die Situation? Ja, die Situation, die ist schwierig, aber machbar. Das zeigt auch das Tabellenbild. Und ich denke, das wird eine zähe Runde. Aber wir sind durchaus optimistisch, dass wir den Klassenerhalt noch schaffen können. Und dazu gilt es natürlich, morgen die maximale Leidenschaft auf den Platz zu bringen. Von allen, sowohl von den Jungs, die auf dem Platz stehen, als auch von denen, die am Rande der Bande stehen. Und die Situation, was das Personelle betrifft, die ist schwierig. Wir haben ein paar Langzeitverletzte. Wir haben ein paar Spieler, die auch angeschlagen sind, bei denen wir morgen noch prüfen müssen, ob sie spielen können. Aber letzten Endes hatte ich schon immer ein Credo und das ist auch das Credo vom Gino Pason, dass wir sagen, viel, viel wichtiger als die Aufstellung ist die Einstellung. Ja. Ja. Es wurde ja schon vermeldet und es war zu lesen, dass erstmals ein Regionalligaspiel an der Neumühle in Watzenborn stattfindet. Vielleicht kannst du da nochmal deine Einschätzung geben. Ich erinnere mich an deine Worte hier mal im internen Kreis, dass, als du doch betont hast, wie wichtig es ist, eine echte Heimat zu haben. Was denkst du, wie groß ist die Bedeutung, an der Neumühle zu spielen? Ich glaube, das ist von großer Bedeutung, weil es einfach ein echtes Heimspiel ist, ein gefühltes Heimspiel ist. Ja, das ist unser Trainingsgelände. Wir sind ein kleiner Verein, wir sind ein bescheidener Verein. Natürlich ist das jetzt nicht so, wie das bei anderen Regionalligisten ist, wenn du jetzt das Trainingsgelände siehst. Ja, aber letzten Endes identifizieren wir uns damit. Wir sind hier zu Hause. Das ist unsere Kabine, es ist unser Sportplatz. Wir sind kein Gast bei einem Heimspiel, sondern ein Gastgeber bei einem Heimspiel. Und ich glaube, dass sich das auch in der Zuschauerresonanz ein Stück weit widerspiegelt, weil ich auch glaube, dass der Fußballkreis Gießen schon weiß, dass das erste Regionalligaspiel in unserer Heimat ist. Und ich hoffe und wünsche mir, dass es auch sich in dem Zuschauerinteresse widerspiegelt. Und wir freuen uns wahnsinnig. Wir haben zwar nicht die optimalen Bedingungen, aber dennoch freuen wir uns auf das Spiel und versuchen wirklich alles in die Waagschale zu werfen, um aus diesem Heimspiel dann auch einen Heimsieg zu machen. Ja, Gino, VfB Stuttgart 2. Aktuell auf dem 12. Platz, 26 Punkte, das heißt, ich sag mal, knapp vor uns, eine Mannschaft auf Augenhöhe. Ja, denke ich schon. Es ist die U23 vom VfB Stuttgart, das heißt, es sind junge Spieler, sind letztes Jahr abgestiegen. Im Hinspiel haben wir ja 1-1 gespielt gegen VfB Stuttgart, haben ein sehr gutes Spiel gemacht, meiner Meinung nach, haben auch in der zweiten Halbzeit eine ganz klare Torchance liegen lassen, hätten gewinnen können. Und ich glaube, dass das Spiel auf Augenhöhe ist und auf Augenhöhe sein wird. Da wird die Einstellung, die
Darauf wird es ankommen, wie wir ins Spiel reingehen, mit was für einem Wille wir da reingehen. Und ich glaube, so wie die Vorbereitung war und die Einstellung der Spieler, rechnen wir uns gute Chancen aus. Und für uns ist klar, wir wollen auf Sieg spielen. Wir brauchen die Punkte. Wenn wir 3 Punkte einfahren, holen wir auch Stuttgart natürlich auch wieder mit ins Boot. Und für uns ist es ganz klar, wir wollen punkten. Egal wie, egal was für einen Platz wir haben, wenn du im Abstieg spielst, dann ist der Platz erstmal egal. Du musst kämpfen, du musst fighten und ich denke, dann kommt der Rest auch von alleine. Ja, vielen Dank. Ich hatte mir eben noch aufgeschrieben, wie der Plan und das Ziel sein wird. Das hast du schon mit beantwortet. Ich denke, klar, für uns alle ist das Ziel in diesem Heimspiel, wie es der Stefan schon sagte, als echtes Heimspiel 3 Punkte einzufahren. Aber dennoch nochmal vielleicht etwas konkreter zum Plan. Wie wird so die Strategie aussehen auf dem tiefen Platz? Wie wollen wir es angehen? Ja, also ich will jetzt gar nicht die Strategie preisgeben, ja. Also die Strategie wird morgen wird die Mannschaft erfahren oder heute Nachmittag noch im Training, aber ich will jetzt die Strategie nicht preisgeben. Für uns ist klar, der Platz ist schwer zu bespielen, wir müssen das annehmen und wir sind nicht in der Lage, uns irgendwas auszusuchen. Also wir sind im Moment auf dem vorletzten Platz mit einem Spiel weniger als VfB Stuttgart und für uns ist klar, wir wollen dagegen halten und welche Strategie wir dann an den Tag legen, das werden dann hoffe ich viele Zuschauer und viele Einheimische dann sehen. Prima, vielen Dank. Ja, Marcel, gibt ja auch einen Grund, warum ausgerechnet du heute hier sitzt. Du bist aus der Region um Stuttgart. Du hast sogar noch ein Stuttgarter Kennzeichen, habe ich gesehen, eben auf dem Parkplatz. Ich hoffe, das führt am Samstag nicht zu irgendwelchen Irritationen. Ja, kennst du aktuell noch Spieler aus der Mannschaft? Wie ordnest du den VfB ein? Ja, das ist richtig. Ich bin ursprünglicher Stuttgarter, aber mit VfB habe ich eigentlich gar nichts am Hut. Klar kennt man ein paar Jungs, aber das ist eher nicht meine Generation, sage ich mal. Sehr junge Mannschaft. Mit wem ich Kontakt habe, ist mit dem Nicolas Cesar. Mit dem kenne ich schon seit er laufen kann eigentlich. Pascal Breyer, mit dem habe ich, beziehungsweise gegen ihn habe ich öfter gespielt. Und ja, genau. Sonst habe ich mit VfB eigentlich weniger am Hut. Ja, du bist zur Mannschaft gestoßen. Du warst gestern Abend bei der Mannschaftspräsentation, hat man gesehen. Integriert. Man hat das nicht wahrgenommen, als wenn du jetzt erst neu dazugekommen bist. Wie bist du aufgenommen worden und wie fühlst du dich? Ja, das stimmt. Die Mannschaft hat mich sehr gut aufgenommen. Ich denke auch, wir sind hier eher ein familiärer Verein, wo jedem auch die Hand ausgestreckt wird, wenn neu kommt. Das ist nicht üblich so. Ich hatte auch andere Stationen, wo das nicht so der Fall ist, wo nach Konkurrenz geguckt wird. Hier ist es eher anders. Ist auch ein kleiner Verein, aber das hat nichts damit zu tun. Ich denke mal, wir, wie der Gino schon gesagt hat, wir nehmen das an. Die Plätze, die waren nicht die besten. Klar, aber ich muss der Mannschaft ein Kompliment machen. Wir haben das sehr gut angenommen. Auch Kopfsache. Wird ein großer Punkt im morgigen Spiel sein und ich denke, wir sind soweit. Die Mannschaft hat gut trainiert, wir sind fit und klar gibt es ein paar Ausfälle, aber das ist nicht so wichtig, wenn die Mannschaft 100% dahinter steht und ich habe da keine Bedenken morgen. Prima. Bevor wir noch zu den Fragen der Presse kommen, möchte ich von dir doch mal wenigstens so einen ungefähren Tipp haben. Wie geht's aus morgen? Ja, das kann man mal schwer sagen, aber ich bin zuversichtlich, dass wir gewinnen. Ich bin Fußballer, ich spiele Fußball, weil ich gewinnen möchte und einen genauen Tipp kann ich jetzt nicht sagen, aber ich bin mir sicher, dass wir da gewinnen werden, weil wir alles in die Waagschale legen werden und jedes Spiel fängt bei 0-0 an und ich bin zuversichtlich, dass wir das auf jeden Fall morgen gewinnen werden. Ja, wunderbar. Also, jetzt erst recht, morgen geht's los. Die Herren der Presse, wir haben ein Mikrofon, bitte warten, bis ihr es habt.
Stefan, Gino, könnt ihr nochmal einen genauen Überblick geben mit Namen, wer auszufallen droht oder sicher ausfällt, wo ihr vielleicht noch dann morgen abwarten müsst, weil Stefan das angedeutet hat? Ja, sicher fallen aus die üblichen Verdächtigen, also Schadeberg, Laux, Schimanski, Fikara, die werden definitiv ausfallen. Barbaros Coruncu auch mit seinem Bänderriss. Luis Gonsalves hat Knieprobleme, der wird auch ausfallen. Er konnte die Woche nicht trainieren. Yannick Daud, das entscheidet sich vorm Spiel, hat auch leichte Knieprobleme. Das wird man erst morgen vorm Spiel sehen. Vidosevic hat sich ein Band angerissen. Der wird morgen es probieren. Beim Warmmachen wird man dann sehen, ob er spielen kann. Ja, ansonsten sind bisher alle fit. Ja, Frage auch nochmal an die beiden Trainer. Kann es auch ein Vorteil sein, gegen Stuttgart jetzt mal auf so ungewohntem Terrain zu spielen, für die Stuttgarter auch, auf dem Gelände, auf dem Platz, ist das ein Vorteil? Das würden wir morgen sehen, ja, nach den 90 Minuten, aber sowohl der Gino als auch ich waren ja zwar nicht zusammen, aber schon beim VfB Stuttgart, sowohl im Stadion als auch auf dem Trainingsgelände, und ich habe gestern mal so zum Spaß gesagt, auf so einem Platz, wie die heute spielen oder auf dem die heute spielen, haben die noch nie trainiert, ja, also das ist schon klar, aber ob das jetzt ein Vorteil ist, das wird sich zeigen. Ich denke, dass es im Fußball immer so ist, dass die Mannschaft, die vielleicht technisch ein bisschen limitierter ist als der Gegner, auf dem schlechteren Platz einen kleinen Vorteil hat. Aber letzten Endes ist ja unsere Aufgabe und unsere Zielsetzung klar, selbst auf dem Wembley-Rasen müssten wir morgen den Platz umgraben. Und das erwarten wir auch von unseren Jungs, dass wir wirklich eine hohe Laufbereitschaft, eine hohe Aggressivität an den Tag legen, weil das auch eine Mannschaft ist, so wie alle Bundesliga-Nachwuchsmannschaften eben ausgebildet sind, die technisch sehr versiert sind, die aber auch aufgrund ihres Alters, und es ist ja eine U23-Mannschaft, es nicht besonders mag, wenn man sie hart und aggressiv und männlich attackiert. Ja. Und das müssen wir uns zunutze machen, dass das den jungen Spielern, die alle irgendwann sehr wahrscheinlich Dritt-, Zweit- oder Erstligaspieler werden, aber eben noch sehr jung sind, dass wir da eine Härte an den Tag legen, und damit meine ich kein Foulspiel, sondern wirklich eine aggressive Spielweise an den Tag legen, um denen da richtig weh zu tun. Fair wehtun. Liegt jetzt vielleicht ein bisschen zurück, aber in Alzenau habt ihr relativ dürftig gespielt, glaube ich. In Koblenz habt ihr dann sehr überzeugend gewonnen. Wie erklärt man sich so zwei komplett unterschiedliche Leistungen? Und wahrscheinlich zieht ihr vor allem aus dem Koblenz-Spiel Mut, oder? Ja, ich denke, dass Fußball ist kein Wunschkonzert. Fußball ist auch, Fußball kann man auch nicht ausrechnen, ja. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagt, hier, jetzt spielen wir gegen eine unterklassige Mannschaft und jetzt kriegen sie 3, 4, 5 Stück und jetzt spielen wir gegen eine höherklassige Mannschaft und da werden wir wieder positiv auftreten. Also ich glaube, das ist auch immer so, Fußball ist eine Kopfsache, Fußball ist meiner Meinung nach auch absolut tagesformabhängig, ja, so größtenteils, weil ich glaube, dass jeder seine Hausaufgaben macht, dass jeder gut arbeitet und keiner geht ins Spiel und sagt, heute spielen wir mal schlecht und nächste Woche spielen wir wieder gut. Also da gehören viele Faktoren dabei, ja, und in Alzenau haben wir uns sehr schwer getan, haben nicht so schlecht gespielt, dass du unbedingt hättest verlieren müssen, aber es war ein verdienter Sieg für Alzenau. Aber in Koblenz muss man dann halt auch sagen, da haben wir Alzenau nochmal analysiert die Woche drauf und haben 3, 4 Sachen angesprochen. Ich denke, die haben gefruchtet.
Ja, die Mannschaft weiß auch, dass er 100% geben muss. Ja, selbst gegen eine Mannschaft, die vielleicht auf dem Papier nicht so stark ist. Ja, also wir sind jetzt keine Mannschaft, die ins Spiel reingehen darf und sagt, okay, das ist jetzt der Tabelle 19, 20 oder ist drei Klassen tiefer. Das machen wir schon. Also wir sind eine Mannschaft, auch jetzt eine Mannschaft geworden in der Vorbereitung, die absolut übers Kollektiv kommt. Ja. Die sich verstärkt hat, aber auch so verstärkt hat, dass es trotzdem nur fürs Kollektiv schickt. Das sind gute Spieler, die wir bekommen haben. Aber wir müssen immer an unsere Grenze gehen. Und da ist es egal, wer der Gegner ist. Ja. Und Alzenau war etwas schwächer und Koblenz war einfach ein besserer Tag. Und so haben wir das aufgenommen, analysiert. Und ich denke oder hoffe, dass wir morgen wieder Koblenz Tagesform zeigen. Gibt es weitere Fragen? Keine. Ja, vielleicht noch ganz kurz an den Andi Heller. Wie schätzt du die Situation vom Wetter her ein? Wird das Spiel stattfinden? Das Spiel wird morgen stattfinden. Das wurde gestern nochmal bestätigt seitens des Verbandes und mit VfB Stuttgart. Und somit hoffen wir einfach, dass morgen das Wetter auch trocken bleibt, dass es nicht regnet. Und ja, und dann schauen wir mal, würde ich sagen. Prima. Ja, dann bleibt mir zu sagen, vielen Dank an alle Beteiligten hier für die Pressekonferenz und an alle Fans und Freunde der Teutonen. Kommt an die Neumühle, unterstützt die Mannschaft, unterstützt das Team, jetzt erst recht für den Klassenerhalt. Vielen Dank.